Dieses Bild zeigt die Ruinen Hamburgs nach der Operation Gomorra und führt uns zum Thema dieses kleinen Videos. Das Jahr 1945 beendet eine unfassbare Katastrophe. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust und die Diktatur der Nationalsozialisten sind nur symbolische Ausdrücke für diese schreckliche Entwicklung. Mit dem Ende des Dritten Reiches bekam unsere Welt nicht nur eine Chance, sich politisch neu zu finden, es begann in Deutschland auch eine neue literarische Epoche. Sie firmierte unter wenigstens drei Etiketten. Sie wurde nämlich als Trümmerliteratur, aber auch als Literatur der Stunde Null und als Kriegs- oder Heimkehrerliteratur bezeichnet. Diese Epoche begann also nach dem Zweiten Weltkrieg und reichte bis in die 50er Jahre, bis die Erinnerungen an das Grauen erstmals verblichen. Das Zeitfenster für diese Art von Kunst umfasste also etwa ein Jahrzehnt. Die Autoren dieser neuen Art von Literatur waren meist junge Männer, die nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrten. Zu ihnen zählten zum Beispiel Alfred Anders, Günter Eich und Wolf-Dietrich Schnurre. Die ersten Texte wurden übrigens zunächst in Zeitschriften der Kriegsgefangenenlager, zum Beispiel der Ruf, publiziert. Und was auch bemerkenswert ist, die meisten Autoren dieser Generation standen am Anfang ihres Schaffens. Sie waren also Newcomer und keine prominenten Schriftsteller. Aber was machte nun diese Trümmerliteratur aus? Zunächst und ganz allgemein gesprochen wollten die Vertreter dieser Epoche nicht die bisherigen Traditionen fortsetzen. Sie grenzten sich ab, und zwar zuerst von der bisherigen Literatur des Nationalsozialismus, aber auch von der Literatur der inneren Emigration und der sogenannten Exilliteratur. Was das heißt? Die Trümmerliteratur distanzierte sich vom Pathos der nationalsozialistischen Kunst. Dichtung sollte nicht mehr politisch missbraucht werden, wie dies unter Joseph Goebbels, dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, ab 1933 üblich war, und sie wollte keineswegs die nationalsozialistische Ideologie zitieren. Die Trümmerliteratur war entsprechend nicht rassistisch ausgerichtet, sie folgte keinem Führerprinzip und keinerlei Gleichschaltung, und die deutschen Soldaten wurden auch nicht mehr als Helden verehrt. Ein weiteres Ziel dieser literarischen Gruppe war es, die deutsche Sprache zu reinigen. Man wollte sich von der sogenannten Lingua Tertii Imperii, der Sprache des Dritten Reiches, befreien. Dieses lateinische Begriffspaar geht übrigens auf den Romanisten Viktor Klemperer zurück. Wörter wie die Adjektive völkisch oder arisch oder die Nomen Endlösung oder Entsieg sollten nie wieder verwendet werden. Aber auch die Ansätze der inneren Emigration und der Exilliteratur wurden von den Autoren nicht übernommen. Wirklich, die Schriftsteller der Trümmerliteratur suchten einen Neuanfang. Sie gehörten dabei einer Altersgruppe an, die als Flakhelfergeneration bezeichnet wurde. Der Bielefelder Soziologe Helmut Schelsky beschrieb diesen Jahrgang zudem als eine skeptische Generation. Warum? Helmut Schelsky fragte sich, was die Jugend nach 1945 bewegte, und er kam zu dem Ergebnis, wonach die jungen Menschen misstrauischer und ungläubig geworden seien. Sie seien eine Generation ohne Pathos, ohne Parolen, ohne Programme. Und genau so suchten sich die zurückkehrenden jungen Autoren Vorbilder, die nämlich extrem nüchtern, fast karg auf die Welt schauten. Dabei wurden drei Bewegungen zu einer wichtigen Inspirationsquelle. Zum Ersten orientierten sich die Vertreter der Trümmerliteratur an den Mustern der amerikanischen Short Stories und deren dichter, extrem verkürzter Schreibweise. Besonders die Werke von Ernest Hemingway und John Steinbeck waren hier beispielgebend, und damit wurde auch eine Vorliebe für kurze Prosatexte, für Kurzgeschichten geboren. Zum Zweiten ließ sich die junge Generation deutscher Schriftsteller von einer philosophischen Richtung beflügeln, die in Frankreich entwickelt wurde, dem sogenannten Existenzialismus. Deren Vordenker waren unter anderem Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Sie hatten einen Denkansatz formuliert, wonach nur der Mensch unterscheiden könne zwischen dem Sein und dem Nichtsein, zwischen dem Noch-Nicht und dem Nicht-Mehr, zwischen Wahrheit und Lüge. Besondere Aufmerksamkeit widmeten diese Philosophen bestimmten Motiven, nämlich der Freiheit, der Furcht, der Liebe und der Scham. Spätestens hier wird die Schnittstelle zu den Werken der Trümmerliteratur greifbar, denn damit wurden Konflikte benannt, denen die Helden der neuen Kurzgeschichten ausgesetzt waren. Zum Dritten wurde eine Kunstbewegung wiederentdeckt, die bereits in den 20er Jahren in der Malerei und in der Literatur ihre Wurzeln hatte, der magische Realismus. Was das für eine Kunstbewegung war? Nun, der magische Realismus versuchte, die verschiedenen Wirklichkeiten zu verschmelzen. Die reale, fassbare, sichtbare Wirklichkeit auf der einen Seite und die magische Realität auf der anderen Seite. Gemeint waren hier die Wirklichkeiten, die man zum Beispiel bei Halluzinationen, in Träumen und bei Fieberschüben wahrnehmen kann.
Der magische Realismus thematisierte also eine Verbindung von Sichtbarem und Eingebildeten, und im Brennpunkt dieser drei Vorbilder forderten die Vertreter der Trümmerliteratur eine neue Poesie ein. Inhaltlich suchten sie Themen aus der unmittelbaren Gegenwart. Sie beschäftigten sich mit dem entbehrungsreichen Leben in den Ruinen und in den Flüchtlingslagern. Die handelnden Figuren in den Kurzgeschichten wurden dabei phantomartig dargestellt, herausgerissen aus der Familie, aus der Heimat, isoliert und umherirrend. Als Gestalten standen sie nicht nur vor den Trümmern ihres Besitzes, sondern auch vor den Scherben ihrer Wertvorstellungen. Und damit nicht genug, denn die Frage nach der Schuld tauchte zusehends in den Texten wie ein Schatten auf. Dies war keineswegs einfach, da viele der Autoren als Soldaten am Krieg beteiligt waren und nun ihre eigene Rolle neu überdenken mussten. Formal hatte die Trümmerliteratur nichts mit Schönschreiberei zu tun. Ausdrücke aus der Ideologie, aber auch emotionale Ausbrüche waren tabu. Die neue Literatur sollte realistisch daherkommen und unpsychologisch und vor allem wahrhaftig. Sie sollte das Geschehene, das Existierende genau, fast übertrieben scharf erfassen. Genau genommen ging es also um die zerstörte Welt und die Wahrnehmungsweise dieser zerstörten Welt. Entsprechend wurde eine einsilbige, oft mit Wiederholungen versehene Sprache gewählt. Knappheit und ein Verzicht auf Umschreibungen ließen die Texte der Trümmerliteratur kahl, beinahe nackt wirken. Sie kamen ohne Einleitung, ohne abschließende Wertung daher, begrenzt auf kleine Episoden, beschränkt in Zeit und Raum und auf ein überschaubares Figurenensemble. Zudem wurde auf jede Form von überschwänglicher Sprache verzichtet. Zwei Beispiele sollte man aus dem Kosmos der Trümmerliteratur wenigstens kennen. Beide sind schockierend und tun beim Lesen regelrecht weh. Das erste stammt von Heinrich Böll. 1950 wurde seine Kurzgeschichte »Wanderer, kommst du nach Spa« veröffentlicht. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der schwer verwundet durch seine frühere Schule getragen wird, welche er 3 Monate zuvor verlassen hat und die nun als Lazarett dient. Nach und nach merkt er, gepeinigt von Schmerzen und Fieber, wo er sich befindet, versucht dies aber zunächst vor sich selbst zu verleugnen. Erst am Ende der Geschichte, im Zeichensaal der Schule, wo er notoperiert werden soll, findet er einen eindeutigen Beweis, dass es sich um seine Schule handelt. Denn an der Tafel steht mit seiner eigenen Handschrift die Zeile »Wanderer, kommst du nach Spa«. Dieser unvollständige Satz ist das Bruchstück eines der berühmtesten antiken Verse überhaupt. »Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.« Das Zitat geht auf König Leonidas zurück, der für seine Heimat im Kampf starb. Kaum hat der junge Ich-Erzähler begriffen, wo er sich befindet, wird ihm seine eigene Situation bewusst. Er blickt an sich herunter und muss erkennen, dass er keine Arme und nur noch ein Bein hat. Unmittelbar darauf bricht die Kurzgeschichte ab. Das zweite Beispiel ist nicht weniger bedrückend. Es wurde von Wolfgang Borchert verfasst. Gemeint ist der Prosatext »Nachtschlafen, die raten doch« aus dem Jahre 1947. Er spielt in einer von Bombenangriffen zerstörten Stadt. Dort bewacht ein 9-jähriger Junge eine Ruine. Warum? Nun, an dieser Stelle liegt sein toter Bruder unter den Trümmern, und der ausharrende Junge steht vor dem steinernen Grab, um den Leichnam vor möglichen Ratten zu beschützen. Einem zufällig vorbeikommenden Mann gelingt es, das Vertrauen des Jungen zu gewinnen. Mit der Behauptung, Ratten schliefen nachts, bringt er den übermüdeten Jungen von seiner Wache ab und gibt ihm ein winziges Stück Hoffnung. An beiden Beispielen wird deutlich, wie düster und ausweglos die Trümmerliteratur die Nachkriegswelt spiegelte. Ein Zitat, das diese Epoche mit all ihrer Bitterkeit zusammenfasst, stammt von Heinrich Böll und soll diesen kurzen Rückblick beschließen. »Wir schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und dem, was wir im Krieg gesehen hatten und bei der Heimkehr vorfanden, von Trümmern. Das ergab 3 Schlagwörter, die der jungen Literatur angehängt wurden: Kriegs-, Heimkehrer- und Trümmerliteratur.«